was Tolles passiert. Ich danke an dieser Stelle nochmal dem lieben Sven und dem mysteriösen M für 41 Schwarzwürfelschlüssel. Und ohne viel drum rum zu quatschen, machen wir die erste auf. Wir haben direkt einen Bonusgegenstand und zwar... Kannst du nicht alle auf einmal? Ein liebestrunkenes Zepter. Nein, ich muss auch ein bisschen zelebrieren. Dazu eine Garderobenfreischaltung und ein Frisierkit. Wie romantisch. In Runde 2 Farbkit und ein Schnipsel. In der nächsten Runde eine Wiederbelebungskugel und eine Schwarzwürfel-Materialientasche. Elona. Ja. Meint ihr, zieht ihr einen Teleporter Friend Vertrag raus, oder? Wenn ich einen Vertrag ziehe, wie gesagt, verlose ich den, ne? Das ist der Deal steht. Natürlich nicht an einen Mitarbeiter. Was denken Sie denn? Oh, jetzt wird's gefährlich. Will ich das später im YouTube-Mitschnitt haben? Ach komm, mein Herr und Meister. Du kannst. Ah. Alex, zur Not kannst du es rauspiegen. Nee, das hat aber jetzt dann auch meine ganze Goldschuld wieder weggemacht, dafür, dass das auf YouTube landet. Ja. Oh, Schwarzlöme, ja, total. Ganz viele Farbkits kriegt er hier. Ja, ich würde kein großer Fan von Farbkits. Falls ich Farbe ziehe, die mehr als 20 Gold wert hat, verlose ich die auch. Ich bin da ja gar nicht so. Das wirst du doch eh auf mit der Farben YouTube landen, auf dem Livestream-Kanal, oder? Nee, ich lade nicht jeden Livestream komplett hoch. Sondern nur die, in denen auch irgendwas Spannendes passiert. Aber eigentlich wäre das wahrscheinlich ein Livestream, der es wert wäre. Ein Stoffwechselstarter, das ist ja Wahnsinn. Hey. Immerhin schon das dritte Miniaturei. Vielleicht ziehen wir ja einmal eine seltene Miniatur aus dem Ei. Bestimmt. Sag mal, willst du dazu eine News haben? Nein, möchte ich nicht, danke. Also ich würde hier alles auflisten. Ah. Ein Schattenfarbkit und eine garantierte Rüstungsfreischaltung. Wir haben also auch ein paar Freischaltungen, die wir nachher benutzen können. Noch eine garantierte Rüstungsfreischaltung, schon die vierte. Aber keine Waffen und keine allgemeine Freischaltung. Okay. Seit wann haben die das unter noch eine Rüstungsfreischaltung? Haben die schon ein bisschen länger. Ah, okay. Ja. Versorgungsstarter ist mit dabei. Der feste Trunk, glaube ich. Okay. Dann eine große Handwerkstasche. Damit kann ich zumindest ein bisschen was anfangen. Das ist nicht komplett verschwendet. Gott, wir haben noch immer 20 Schlüssel, ne? Jetzt haben wir eine garantierte Garderobenfreischaltung mit dabei. Hey! Yay! Wahnsinn. Sieht das nicht so sonderlich atemberaubend aus? Ich warte, ich hatte irgendwie die Marenöffnung geguckt, wie viele so besondere Gegenstände sie hatte irgendwie. Warte mal, die 100 Öffnungen. Da waren 3 Skins oder so drin. Das ist der nächste Skin. Und zwar der karmesinrote Löwenfokus. Hey. Oh, noch ein Fokus. Schön, was karmesinrotes. Ich stehe ja unheimlich auf karmesinrot, das ist ja meine Farbe, ne? Ist eine seltene Waffensammlung. Ja, aber ich glaube, ich habe bis auf 2 habe ich, glaube ich, jede schon gestartet. Und Karmesin dürfte nicht dazugehören. Dann haben wir eine. Oh, Turianischer Währungsumtauschgutschein und 25 Schwarzlöwenfigürchen als Bonusgegenstand. Na, immerhin. Da können wir ja gleich richtig ein Fass von aufmachen. Nochmal 3 also extra. Also richtig 25? 25 ja. ist das nicht die seltene ist bei 61 Stufe? Gold schon. Ja, das war die seltene. Das alleine, genau, waren halt gerade 25 Gold. Aber ob das jetzt worth it ist, 25 Gold, weiß ich nicht. Du holst dir wahrscheinlich eh einen Knoten, oder? Du hast Du hast doch noch von der letzten Öffnung welche in der Bank. Ich müsste über 100 haben, ne? Ja. Könnte ich mal gucken, wie viel Knoten Gold so Knoten wertet. Was ist aktuell der wertvollste Knoten? Mal gucken. Boah. Wir gucken gleich mal. Die sehen wir gerade ziemlich. Vor einiger Zeit war es mal Eisen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wahrscheinlich nicht. So, dann haben wir hier nochmal ein Farbkit. Habe ich Stream verzögert? Das Stream ist doch immer verzögert. Ja, ich bin nur knapp eine halbe Sekunde hinten. 69! Und noch ein Bonusgegenstand zum Abschluss: ein karmesinrote Löwenfackel. Wow. Ah, ne, einen habe ich noch. Flügel. Noch ein Farbkit. So, jetzt müssen wir mal einmal gucken. Ich habe 104 Figürchen. Theoretisch könnte ich mir einen beliebigen Abbauknoten holen. Hat denn irgendeiner von denen noch was wert? Damit ich auch mal einmal Geld verdiene. Ja, was heißt die Knoten heißen die, ne? Knoten. Welcher ist der wertvollste Knoten? Die sind alle noch was wert, aber nicht so viel wie früher. 225 würde ich jetzt auf den ersten Schlag bekommen für 100 Figürchen. Für welchen Eisen. Ja. Könntest du mir auch schenken. Leinsamen wäre 222. Die könnten wir eigentlich verlosen, ne? Ja, könnte man. 230 würde ich für das T5 Holz jetzt auf einen Schlag bekommen. Ich kann das, ich muss an das Leggy denken, ne? Ich muss an das Leggy denken. Ich würde mir, glaube ich, einmal schnell
Da bin ich einmal egoistisch, hol mir schnell das harte Holz. Oh, oh, ich habe den falschen ich Vollidiot. Okay, ich habe nicht hartes, sondern altes Holz angeklickt und altes Holz ist nichts wert. Gut, wer hat kein T6-Holzknoten in der Heimatinstanz? Ich. Scheiße, ich war zu hastig. Siehst du, ich habe vorhin noch drüber geredet, dass ich nicht zu hastig klicken soll. Mach ein Giveaway im Chat. Ja, mach das. Ja, machen wir das. Okay, dann machen wir das. Das sind immerhin 100 Gold, bitte, immerhin 100 Gold, die ich verlose. Scheiße, ich darf nicht mitmachen. Das ist richtig. Alex, das immerhin, du bestimmt nicht mitkommen, ne? Das sind immerhin 100 Gold. Also, also T5-Holz ist sowieso T5, ne? Ja, alt ist T5. Ich mach einfach mit und fertig gewinnt seid, dann bekommt jemand anderes. Nein, du machst nicht mit. Verdammt. Hashtag Holz. Erntmeister. Ja, du Vollidiot. Unter dem Hashtag Sputti, du Vollidiot, könnt ihr jetzt einen Wert von 100 Gold T5 Holzknoten gewinnen. Das Schade. Ist super. Scheiße. Ja, wenn ihr gewinnt wieder, Marco. Gut. wir haben, damit ich jetzt weitermache, schauen wir einmal durch die Waffenskins, die ich bekommen habe. 13 Gold, 13 Gold, 24 Gold. Okay, die schalte ich mir frei. Yay. 13 Goldskins machen mich immer so glücklich und fröhlich und reich. Also soll ich daraus jetzt ein News machen? Da machen ja schon deswegen alle mit, weil sie das schon immer alle mal ungestraft schreiben wollen. Heute das ist richtig, das Aktivität ja. Sogar Krebswurfspiel. Gut, aus den Schattenfarbkits ziehen wir nur grüne und blaue Farben. Gut, aus den Farbkits zum Wiederaufbau von Löwenstein ziehen wir immerhin emaillierte Erdbeerfarbe. Hattest du schon mal? Hatte ich noch nicht, weil ich besitze sie nämlich noch nicht. 10 Gold benutze ich auch für mich selber. Zack. Dann haben wir... Wo haben wir denn noch Farben? Irgendwo hatte ich da noch eine Farbe, ne? Ja. 3 Farbkits des Karmesin-Roten Löwen. Ist sogar zweimal die gleiche grüne Farbe. Das ist ja richtig... Das ist ein richtig guter Durchgang. Richtig gut, richtig gut. So, dann machen wir die Materialientaschen auf. Die haben zumindest jetzt ein paar T5 und T6 Mats. Das beruhigt mich ein kleines bisschen. Dann sieht das hier nicht mehr so schlimm aus in meinem Inventar. Gucken wir, ob's was Spannendes aus den garantierten Rüstungsfreischaltungen gibt. Runde 1. Der Piratenhaken. Aus dem Gemstore dürfte das sein, ne? Der Piratenhaken. Oder ist es ein Karmas? Nee, ich habe sofort alle 3 Rüstungsklassen leicht, mittel, schwer freigeschaltet. Nee, das war mal Gemshop. Gemshop, ja. Okay. Dann haben wir die räuberische Weste. Das klingt eher nach Karma. Das ist, glaube ich, so eine selbstherstellbare Rüstung oder sowas. Nee, räuberische Rüstung ist Norn. Norn, Volksrüstung. Norn Karma Skin. Oh, nee, nicht Karma, die Kulturrüstung. Kulturrüstung, ja. Gut, ich habe die halt alle einmal gekauft für das Kaisers neue Kleider. Ich glaube, alle in Mitte halt, ja, leicht und schwer schalten sich halt auch noch frei. Die Hirsch-Stulpen-Handschuhe, das ist bestimmt auch sowas. Klingt auch nach Norn. Stulpen-Handschuhe. Ja, Hirsch-Stulpen-Handschuhe, ich sollte GW2 dahinter schreiben, ansonsten wird mir Amazon verlinkt. Ja, das ist Norn. Ja, geil. Das ist auch Norn. Geil, nochmal Norn. Und als drittes, die Dryadenstiefel sind dann wahrscheinlich Silvari, ne? Ach, leck mich doch, ey. Boots, ja. Kultur, es geht's ohne Ende. Gut, das hat sich richtig gelohnt. Schauen wir, ob die Waffenfreischaltungen, die ich nicht habe, besser. Doch, eine haben wir. Abaddons Scepter. Eine der Sammlungen, die ich auch noch nicht hatte. Abaddons Scepter sind immerhin, ja, knapp 100 Gold-Skins. Ja, besser als nichts aus. Oh, ich habe noch 5 Primordus Farbkits. Da könnte auch mal eine seltene Farbe dabei sein, ne? Ja. Magma und Asche und Limonadenfarbe als gelbe Farben, also nein. Habe ich auch alle, sind auch alle nicht mal mehr zweistellig. Nicht mal mehr Gold wert. 18 Silber, 17 Silber, was ist aus der Welt geworden? Irgendwie wiederverwerte ich gleich. Die Welt macht wahrscheinlich so viele Leute Schwarzlosen tun. Openings. Ja, es machen zu viele Leute. Könnt ihr bitte wieder damit aufhören? Das war früher irgendwie cooler, schwarze Truhen-Openings zu machen, als Sachen noch was wert waren. Okay, ich verkaufe jetzt Farben für 18 Silber im Handelsposten, ne? Die möchte keiner von euch haben. Denkt sie doch, oder legst sie in die Bank? Irgendwer kauft euch die, bevor ihr das macht. So, ich roll erstmal den Gewinner aus. Fleckzeck kriegt das Ding zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch.
Vielleicht das ist bestimmt Markus' zweiter Account. Nee. Nein. Ich hab nur einen. FlexTech ist auch schon seit Ewigkeiten dabei, aber anscheinend gerade nicht mehr in der Gilde. FlexTech, schick mir nochmal ganz schnell deinen Accountnamen, dann schicke ich dir das Ding zu. Haben wir zum Abschluss zwei garantierte Garderobenfreischaltungen. Runde 1. Dämonenmaske. Dämonenmaske. Das kommt mir nicht bekannt vor. Dämonen. Ist das nicht eine Neko-Charaktererstellung? Ja. Ganz am Anfang? Ja. Ja. Wirklich? Wirklich? Oh mein Gott. Ja. Ja. Shit. Shit. Das ist die Maske. Entschuldigung. Machst du nicht jede Woche deine... Glückwunsch, Alex. Glückwunsch. GZ, Alex. GZ. Gut, gut. Das war mit Abstand die schlechteste Öffnung meines Lebens. Immerhin der gepanzerte Hammer aus den bearbeiteten Waffen. Den Skin habe ich freigeschaltet. Kriegt Alex auch damit auch die Sammlung, nicht? Ja, damit habe ich auch die Sammlung freigeschaltet. Immerhin. Was, den kriegt man auch daraus? Ja, die kriegst du auch daraus, ja. Alles, was halt nicht exotisch oder höher ist. Gut, dann schickt mir zumindest FlexTech, kann man schnell seinen Preis zu. Dann habe ich heute alles, das war alles scheiße, ne? Selbst die Sachen, die ich umgetauscht habe, weil ich mich verklickt habe, waren scheiße. Wow. Gut, 5 Miniatureier, die machen wir auch noch auf, der Vollständigkeit halber, aber da sind sowieso nur Miniaturen drin, die ich Aschen habe und die B nichts wert haben. Die wertvollste Miniatur kostet 80 Silber, ja, braucht auch kein Mensch. Gut, das war die schlechteste Öffnung seit langem. Was sagt uns das? Es lohnt sich. Natürlich lohnt es sich nicht, aber ich habe sie geschenkt bekommen, also einen Geschenkgaul und so, ne? Das Beste an der Sache waren die zwei turianischen, Währungsumtauschgutscheine. Die kann ich jetzt wenigstens sinnvoll. Für die kriegst du 300 Geonen, 500 Luftschiffteile, 1000 entfesselte Magie, solche Sachen. Ah, okay. Das Beste sind hier immer Geonen. Immer schön 300 Geonen holen. Dann. Und einmal hole ich mir Luftschiffteile, weil ich die noch fürs Legendary brauche. Zack. Wow. Ja, das war die wundervolle Öffnung, die mich so. Okay. Ich habe von Fippe nochmal 5 Schlüssel bekommen. Dann, ich habe aber nur noch 4 Truhen. Ist ihr ja gerade griffbereit, um mir Truhen zu schicken? Ja, ich weiß. Wow, jetzt wird mir mein eigener Link geschickt, in dem drin steht, was ich alles. Ach, leck mich doch. Hier, ich mache nochmal schnell auf. Runde 1, Aufwertungsextraktor Ei, Miniaturei, yay. 5 Transmutationsladungen, yay. Ein Frisierkit, was ich unbedingt brauche, yay. 3 extra Schwarzlöwenfigürchen, ja, yay. Yay. So, jetzt fehlt mir tatsächlich eine Schwarzlöwentruhe. Schickt mir immer noch schnell eine Truhe zu. Alle anderen beim Krebswurfspiel besiegt. Mit 100 Punkten Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön für die Truhe. Letzter Schlüssel. Ich hasse dieses Spiel. Und 5 Transmutationsladungen und 2 T6-Mods-Taschen. Yay! Yeah. Öffnest du die eine Freischaltung dann noch? Was? Die eine Freischaltung? Ich habe keine Freischaltung mehr. Oder bin ich blind? Unter dem Vogelhäuschen müssten doch noch was sein zum Freischalten. Unter dem Vogelhäuschen? Achso, die schwarze Tickets für Miniaturen. Nö. Da hole ich mir nur die Miniaturen raus, die mir noch fehlen. Zack, und... Kuverts? Ja, die Kuverts kann ich gleich noch öffnen, ja. Jetzt hat er wieder zu viele Truhen, jetzt braucht er wieder Schlüssel. Was Lindwurm-Junges. So, ein Teufelskreis. Schalte ich mir wenigstens jetzt alle Miniaturen raus. Jeder schickt ihm einen Schlüssel und eine Truhe. Nein, hört auf damit, das will ich gar nicht. Nee, wir wollten. Ich habe übrigens 5 Frisierkits richtig bekommen, ja? Die brauche ich so richtig. Das ist so richtig das, was ich brauche. 5 Frisierkits, echt. Aber selbstverständlich. Ich auch immer nur Frisier und okay, 46 von den goldenen Kuverten machen wir auch noch auf, zack. So etwas sieht man selten. Das wäre doch super, immer so ein Seitschein von links nach rechts jetzt jeden Tag. Okay, Mathematik-Genies, aufpassen, ihr rechnet zusammen. 15 plus 24 plus 55 plus 50 Silber plus 12 plus 14 Silber 96 plus 17 Silber 76 sind... Keine Ahnung. Gold. Irgendwas über 100. Ich hab nicht zugehört. So, die ganzen hat er was gesagt? Grünen Farben. Ey, um das zusammenzurechnen, brauche ich einen News.
Ja, die verkaufe ich schnell noch. Genug. Ja, das. Zumindest waren das dann durch die Kuverts am Ende nochmal 100 Gold jetzt, oder sowas. Jetzt wiederverwertet er dich nicht in der identifizierte Ausrüstung. Ich krieg ja einen Vogel. Erst natürlich. Identifizieren, dann. Nein! Wiederverwerten. Die werden wiederverwertet. Das ist exakt die Farbe, die ich schon hab. Bei den Seltenen würde ich erst wiederverwerten, weil da Brandpunkten rauskommen würden. Gut. Am Ende waren es, keine Ahnung, ich war bei 124, ja nicht ganz 100 Gold. Bei den Seltenen wiederverwertest du nicht zuerst, sondern du identifizierst zuerst, weil du die Chance auf Exos hast. Zuerst aber dann kriegst du keine Farb. Gut, Matze, weiter deines Amtes. Ich mach wieder Musik an. Du machst Musik an. Ah, schöne Musik.